Ja, hallo und willkommen zurück zu Baldur's Gate 3. Im Hintergrund sind sie schon bereit zum Parieren. Das finde ich gut. Digithyanki, wir werden uns da jetzt kein zweites Mal von ihnen fertig machen lassen, hoffe ich. Jetzt, wo ich wieder so ein bisschen drin bin, wagen wir den Kampf erneut. Nach dem kurzen Gespräch. What a pleasant surprise. Here you are, as brazen as described. The traitor who would steal from our queen. Of course you had help, didn't you? From the illithid you carry inside the astral prism. How quaint that we should meet here, in the very place that it once called home. We know all about the Emperor and its dealings with you. Though I must confess, its peculiar relationship with you threw us off course for a while. Most illithids prefer to dominate their thralls through transformation. Yet here you stand, untransformed. Tell me, what did it offer you in exchange for your servitude? Ich finde übrigens, für eine Githyanki sieht sie schon ganz cool aus, ne? Ich weiß gar nicht, was hatte ich gesagt beim letzten Mal? Ich glaube zweites. Sagen wir doch jetzt mal erstes, ein bisschen Abwechslung. Mindflayers are our quarry. We have filled libraries with our knowledge of how to hunt them down. We tracked it from the moment the Astral Prism fell into its claws. And now that we have found it, we will reclaim the Astral Prism, purge it of the illithid interloper, and restore it to its rightful owner. Und dann sagen wir diesmal, ihr könnt es natürlich versuchen und dabei sterben. Und ich hoffe, diesmal stimmt es auch. Death will be yours and yours alone, Gake Slave. Hataka! Attacke. Das hört sich immer ein bisschen an die Attacke, aber wahrscheinlich ist es auch gewollt. So, diesmal ein bisschen smarter sein. Zum einen muss ich Sadome schneller ins Gefecht bringen, dass ich sie nicht von der Mitte aus versuche, irgendwas zu erreichen. Das war dumm, weil es halt leider nicht funktioniert. Außerdem würde uns hier eigentlich gegen Bezaubern. Das Bannlied ist ja schon gegen Bezaubern, das heißt Lähmung müsste da ja mit drunter fallen. Ich weiß noch nicht, ob ich es jetzt nach rechts oder nach links setzen möchte, ne? Warte mal, wer steht denn hier? 85. Ich überlege gerade, auf welcher Seite wir vielleicht länger kämpfen. Das sind die beiden, die sind ziemlich gleich, okay. Ich mach's erstmal hier hin. One day I'll catch a break. Und dann eilen wir mal in diese Richtung. Die Geige. Geigt. Ach so, ja, stimmt, um sie. Sie steht hier, okay, gut. Hinterhalt hat funktioniert. Und leider wurde er jetzt noch gesehen. Verdammt. Von wem denn? Von ihr, glaube ich. Ich wollte ihn auch ins Bannlied mit reinbringen hier. Aber es reicht nicht ganz. Oder doch gerade so? Schade. Verängstigt, das ist nicht so gut. Ich glaube, da kann ich mich nicht bewegen. Karlach geht mal auf die andere Seite. Gegenzauber, sehr schön. Und sie kommen jetzt runter. Das ist gar nicht mal so schlecht.
Wobei wir trotzdem hier die mit ihren dem Astralriss die beseitigen müssen mit einem von unseren Leuten. Vielleicht kann Gale sich darauf konzentrieren. Wenn er nicht verängstigt wäre. Kann man nicht normalerweise trotzdem Nebelschrott machen? Ja. Wollte schon sagen. Das heißt, du gehst erstmal auf die Tormeisterin. Wobei, ich habe ja einen Glyphe. Ich könnte auf euch beide gehen. Psychisch verwundbar, so fühle ich mich auch. Das ist aber Schall, das ist Detonation, das ist Schlaf. Nehmen wir noch gutes altes Eis, dann fliegt man auch schön auf die Schnauze. Und sie hat Konzentration trotzdem noch aufrechterhalten. Karlach ist umzingelt. Schande. Fängt schon wieder gut an, ne? Wieso habe ich das jetzt abgekriegt? Lag das an den Pfeilen, die sie geschossen hat? Pfeil der vielen Ziele, tatsächlich. Auftreten fehlgeschlagen, das ist halt auch dann ärgerlich, wenn einfach nichts klappt, ne? Wenn man sozusagen einen Plan hat, aber es trotzdem alles daneben geht. Somit konnte ich noch keinen Schaden austeilen, das nervt so ein bisschen. Und sie mit ihrem Konfuzio wieder, ne? Spalten hast du gerade nicht mehr. Kann sie bis da oben springen? Es würde auch Gelegenheitsangriffen. Ich will es trotzdem machen, weil ich will da oben die Konzentration brechen. Ich hoffe, sie kann es einstecken. Fehlschlag, gut. Und zweiter. Ja, viel Schaden, okay. Sehr gut. Ein Riss ist weg. Leider immer noch verängstigt. Nervt. Ich würde gerne halt auch auf sie. Hast du noch 8? Bitte, 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 bitte. Sehr gut. Mir aus den Augen. was mache ich denn mit dir noch?
Ach so, das ist Schuss. Ah, ich probiere es damit gleich. 44. 58. 91. Das ist der Gewinner. Ah, ich kann nur Fernkampf machen. 42. 90. Du bist schon am Boden, das ist gut. 72. Ich sehe nichts. Hätte mich jetzt auch gewundert, wenn du im Vorteil hier wärst. Darfst du mal auf den Tisch tanzen? So zwischen zwei Nahkämpfern ist das keine gute Position. Sehr gut. Mama Karlach kommt. Und leider gelingt. Okay. Aber zum Glück war es jetzt erst zu spät. Kannst du noch was trinken? Ich meine, sieht schon sehr viel besser aus als beim letzten Mal, würde ich behaupten. Auch wenn ich ja, hier auch mal diesen tun sollte. Kann ich nicht. Ah, weil ich immobil bin, kann ich sie nicht. Nee. Ich ist verängstigt, ne? Kann ich mich selbst aus diesem Verängstigt befreien? Ich glaube nicht. 30%. Er schleicht auf dem Tisch rum, es merkt keiner. Ja, sie fand es nicht gut. Oh, mein Bannlied ist auch weg. Das hätte nämlich eventuell geholfen. Ich schub's dich. Erstmal die Waffe überziehen. Lähmung ist keine Konzentration, oder? Doch, doch, ist eigentlich. Ah, Mist, ja, ich hätte dich anvisieren müssen. Let's have a little fun. Okay, ich muss seine Konzentration brechen. Wieso bist du gestorben? Okay. Das saß sehr gut.
This feels good. So, jetzt bist du mal verängstigt. War das irgendwie mein psionischer Rückschlag oder so, der den gekillt hatte eben? Bin ich ganz sicher. Oh, ich hätte den anderen Sprung gehabt. Na ja. Schauriger Streich. Ich glaube, bei ihm nehme ich das. Oder hat er das generell? Oder ich überlege, ob ich das bei ihm mal rausnehme. Ist der wirklich so für ihn so sinnvoll? 42%. War das 42? Nehmen wir den Schockgriff wieder. Macht auf die Entfernung am meisten Sinn. Sehr gut. Du hast dein Teil getan. Und ich flüster nochmal. Nice. Eine Raste wäre nicht schlecht jetzt, was? Erstmal speichern. Zur Unvermeidlichkeit des moralischen Verfalls in seinen Vorteilen. Okay. Einführung, Kapitel 1, Moral ist nicht absolut. Kapitel 2, warum moralischer Verfall nicht unmoralisch ist. Kapitel 3, des einen Verfall ist des anderen Gewinn. Kapitel 4, manche spielen nach den Regeln, manche machen sie. Kapitel 5, wie man das Spiel gewinnt. Okay. Ja, wir müssen gleich mal lange Rast machen. Ach so, ne, ich habe ja das noch. Ja, nicht wahr? Ich sollte allerdings meinem Packesel den Loot geben. Ich meine, meiner Liebsten gebe ich etwas, das sie verkaufen kann. What? Oh Gott, noch mehr. Ist die Frage, ob das sinnvoll ist, das alles mitzuschleppen jetzt. Ich glaube, ich schleppe nicht alles mit. Nee. Lagerort der Reservevorräte. Vergraben hinter dem Kontor. Und fahren nach Baldastor in der Nähe der Oberstadt. Nur für Ritter. Liegt da so ein Marker auf der Karte? Magierhut. Verwegene Kleidung und Wintergala-Wams. Können wir mal testen, aber ich glaube, das sieht beides nicht so geil aus. Schriftrolle. Elder Scrolls. Was? Nein, wir greifen nicht das Ölfass an. Wie sie da jetzt in der Mitte des Tisches liegt, ist schon nicht schlecht eigentlich. Hingerichtet hier so. Aber wirklich exakt. Und dann auch noch so ausgestreckt mit den Armen. Ne? Das ist schon... Die Schönheit des Makaberen oder so. Nachrichten an alle Ritter des Schilds. Ich möchte das lesen, nicht das andere. Achso, Abregelung der Stadt, nein. Das kann ich auch nicht tragen. Habe ich vielleicht wieder zu viel Essen dabei? Nö, eigentlich nicht. Wo bin ich denn überlastet? Wirkt ein Githyanki fliegen, so bewirkt sein nächster Nahkampfangriff zusätzlichen psychischen Schaden. Das könnten wir mal Lesel geben. Du darfst es tragen. Öl der Verkleinerung.
Gail kriegt den Magierhut. Verzeichnis der Operationen in Yvind. So, irgendwo ist... Ja, hier ist der Geheimeingang. Wir müssen nur irgendwie so einen Hebel oder so finden. Wo? Ich meine, das ist... In dem Raum kann man sehr viel wahrnehmen. Ich bräuchte aber erstmal den Hebel, dass ich da reinkomme. Was ich ein bisschen blöd finde, weil eigentlich sollte man den Wahrnehmungscheck dann irgendwie direkt schaffen, weil der Imperator ihm das ja sagt eigentlich. Guck mal da, da ist was. Das heißt, das müsste man ja eigentlich sehen. Hat er irgendwie Licht? Dankeschön. Müsste irgendwo bei der Statue sein, dachte ich eigentlich. Ich wollte nicht den ganzen Müll mitnehmen. Ach Gott. Nicht, dass es okay Müll ist, aber... Ja komm, wir geben es Kardach halt wieder. Und verkaufen es Damon nachher. Gut, damit haben wir eine Runde gemacht. Das war Führung des Erzherzogs, öffentliche Arbeiten. Das klingt jetzt nicht so spannend, das zu lesen. So, ich bräuchte jetzt hier diesen Hebelknopf, was auch immer. Können wir vielleicht mal, kann der Imperator uns mal bitte sagen, wo da welcher, was ich drücken muss? Feuerschale oder so, ich weiß es nicht mehr. Das finde ich halt komisch, weil er sagt, ich sag dir, da ist es bei der Statue, aber dann, man findet es dann aber nicht. Es wird dann nicht angezeigt, wenn man die Wahrnehmung fehlt oder so. Immer so mal so kleine Unlogigkeiten. Oh Gott, was ein Wort. Warum erfinde ich auch so ein Wort? Vielleicht gehen wir erstmal ins Lager rasten. Vielleicht haben wir danach mehr Glück. Ich weiß nicht, ob der Check nochmal gemacht wird. Das nervt mich jetzt. Ich irgendwie ein anderes kurz in die Gruppe nehme oder so. Mal gucken. So, zeig mal gerade. Das war dieses Ding hier. Stimmt, das ging sogar noch. Ich glaube, das hatte ich mal Lesel gegeben. Und das ist halt echt nicht so. Das ist halt eine sehr, sehr anständige Kleidung für Lese. Weiß nicht, ob sie das gut findet. Aber irgendwie fand ich das bei ihr ganz cool. Wie so ein bisschen die edlere Version von dem, was sie hat, so ungefähr. Ich mag das eigentlich, den Look bei ihr. So, dann habe ich gesagt, kommst du... die Gedenkstiefel. Ich sollte mir auch kurz nochmal mit dir reden, wegen der ganzen Sache jetzt eben. Du hast doch noch einen Ringslot frei. Habe ich einen Ring für dich? Du hältst einen Bonus auf alle Würfe. Achso, Gestaltwandlerring war das. Würde ich einen von euch beiden, glaube ich, geben. Tiefer erkennen war das andere, schade. Kreuzfahrermantel. Wer hatte eigentlich den heiligen Stern? Okay, die beiden Ringe sind halt auch gut, ne? Jetzt hast du irgendwas frei?
Ja, du hast noch keinen Ring. Dann kriegst du den. Wieso hast du die... Nee, ich habe die Element... Habe ich die Elementsteigerung an? Wieso eigentlich? Ich meine, so viel Element mache ich halt nicht, ne? Ich mache hauptsächlich Schall und Psychisch. Ja, also, ja, Psychisch. Ich gebe es gerade mal Gale. Ich nehme das, ja? Das klingt sinnvoller bei mir. Ah ja, wiederbeleben. Du kriegst mal wiederbeleben. Momentan hast du... Achso, das wird ja nicht mit ihr verglichen. Das Arkane sind das Schärfe. Oh nee, nee. Die Handschuhe, die sind nämlich super gut. Ich weiß gar nicht, warum sie bei ihr nicht ausgewählt oder noch nicht. Vielleicht hatte ich es nur vergessen, ihr zu geben, weil wenn sie jemanden heilt, kriegt derjenige Klingenbann. Und du hast Wiederbeleben was, plus den Effekt Todesschutz. Also ist schon, die Handschuhe sind schon sehr geil. Eigentlich. Möchte ich gleich Schattenherz eigentlich mal wieder mitnehmen auch. Und du hast natürlich den Nachtspeer von Selun. Das heißt, deswegen hast du wahrscheinlich den gerade nicht. Ja, okay. Die Musik ist weg. So, irgendwer möchte sowieso reden, also mehrere Leute tatsächlich. Dann machen wir eine Quatschrunde, bevor wir dann versuchen, nochmal ins Versteck zu kommen. Will, bitte jetzt nicht dasselbe Gespräch nochmal. The Blade of Avernus. A new name for a changed man. Okay. The four pillars finally rise within me. Courage, insight, strategy, justice. I'm not to abide them, but to become them. Ah, but enough reflection for today. I'm of a mind to celebrate. A hearty meal would do the trick. A few hunks of fresh venison, a round of brown ale. What do you say? Ach, da passe ich. Betreiben wir es nicht gleich. Es gibt da noch ein Ältestengehirn, um das wir uns kümmern müssen. Oder habt ihr das vergessen? Klingt himmlisch. Ich mag ja Wild überhaupt nicht, aber ich sag das trotzdem. Wonderful. You hunt the deer. I'll scrounge up the ale. Prepare your belly for a roast à la blade. Let's hope Gale doesn't take offense if I assume cooking duties. Just the once. Okay, ich will keine Rehe jagen. Können wir das Lizelle machen lassen? Was habt ihr als Klinge geplant, wenn das Gehirn besiegt ist? I scout both the Hells and the Coast's Havens. And I destroy every fiend that dares put its eye on Faerun. Will takes a sharp breath. He's keeping something from you. Mhm. Hinter euren Plänen steckt mehr, als ihr sagt, nicht wahr? Yes. There is. I will be hunting Mazora. I won't let her claim one so more soul. Slay one more victim. I'm going to make my way to the Hells and tear the horns right off her damned head. Klingt spannend auf jeden Fall. Seid ihr wirklich bereit, wenn wir es mit dem Gehirn anpacken, wird Mizora euch eure Kräfte nehmen? Father trained me in the sword and the bow. They'll have to sustain me. Ich sollte mir dir aber trotzdem dabei helfen. Ihr müsst sie vernichten, sie hat nichts anderes verdient. Überzeugen, lass davon ab, Will. Es gibt bessere Möglichkeiten, den Bewohnern der Schwertküste zu helfen. Ich würde ihn versuchen, davon abzubringen, weil ich glaube, das ist so ein bisschen Selbstmord. Aktion. Wie gesagt, wenn er dann halt tatsächlich seine Kräfte nicht mehr hat, Mizora zu jagen. Part of me wants to argue, to insist that I'd be killing Mizora for the good of the coast, but I can't. Not when I know I'm killing her out of revenge. You're right. I won't target Mizora. But should she cross my path in Avernus,
I'll cut her to ribbons before she can so much as groan Zariel's name. Ja, mach das. Sure. So. Kann das sein? Erzogenes Daemon hat ein Bündnis mit dem Imperator. Hatte Vergangenheit. Mind Flayers are like devils. They just sport tentacles rather than wings. Clever, manipulative, exploitative. The Emperor says he's a friend. I think we'd be fools to believe him. Maybe it's true. Maybe Stelmane allied with a Mind Flayer and subjected the city to their political will. Or maybe he made an offer she couldn't refuse. Also ich finde es gut, dass er jetzt so ein bisschen besser gelaunt ist, obwohl wir seinen Vater auch noch nicht gerettet haben. Und ich weiß nicht, ob wir es noch können in diesem Spiel durchlauf. Werden wir sehen. Aber es gefällt mir ein bisschen besser, dass er jetzt doch sozusagen zu sich selbst gefunden hat. Auch wenn das ein bisschen kitschig klingt. Misora hat bestimmt alles gehört. Sie steht ja wirklich direkt nebendran. I figured it out. Exactly what I want to do with you. Bitte was? Klippenspringen, nackt reiten, ein Duell mit einem Troll? Ich weiß nicht, ob meine Körperöffnungen bereit sind. Euer Wunsch ist mir Befehl. Ich möchte zweites sein. Even crazier than that, if you can believe it. I want to go on a date. A first date. No weapons, no monsters, no mysterious voices. Just you and me and dinner. Please say yes. Ich würde eben gerne mit euch ausgehen. Was habt ihr im Sinn? Können wir als Freunde gehen? Wir können jetzt noch einen Korb geben. Ich würde natürlich eben gerne mit euch ausgehen. Yes! Oh, amazing! Put on your least bloody tunic and meet me back here. Oh, I'm so excited! Machen wir das jetzt gleich oder ich muss mich noch ein wenig vorbereiten? Ich weiß es nicht. Ich hoffe, also wenn ich sage, ich muss mich noch ein wenig vorbereiten, dass es okay ist, wenn wir das jetzt nicht... Ich finde es gerade zeitpunktmäßig ein bisschen blöd. Don't keep me waiting too long. Nein, nein, nein. Ich hoffe, ich erinnere mich dran. Ich möchte nur... weil wir eigentlich gerade so mitten in der Sache sind, würde ich das jetzt eigentlich nicht sofort machen. Und auch so ein bisschen... So knapp am Ende von der Folge wollte ich es jetzt auch nicht machen. Kann man mit dir reden? Will shall force all devil kind to tremble before him. The hells have much to fear. Irgendwas zum Githyanki-Angriff von eben? Haben wir sie noch nicht nach der Scheibe befragt, die wir eingesammelt haben? Wir haben immer mal öfter mal irgendwelche Scheiben eingesammelt, aber... Once again, your mind opens to Lazelle, and she considers the disc. More writings on Orpheus, the Prince of the Comet. Sorry, falls wir es dann doch schon hatten. The Prince of the Comet, Part 1. Okay. So it was that we were free from Geich shackles and turned our blades on each other. The heavens were shattered. And one great empire was divided in two. Gith traveled to the Hells to broker help for her people, her cause. Vlakith would have you believe Mother Gith proclaimed her our queen. Lies. Gith made no such proclamation. Vlakith seized the empire against the mother's wishes. But Gith had nurtured a son, Orpheus, Prince of the Comet, the true heir. He knew Vlakith's treachery. Orpheus rallied Gith's honor guard and declared the throne for himself. The War of the Comet had begun. Incredible tale. I wouldn't have believed it if we hadn't seen the prince for ourselves. Ja, danke für die kleine Geschichtsstunde. Und...
wollte jetzt tatsächlich eigentlich... ich wollte auch eigentlich keine... Egal, wir machen trotzdem jetzt eine lange Rast. Wegen der blöden Druckerpresse-Sache, aber ist mir jetzt egal. Wenn es veröffentlicht wird, ich glaube nicht, dass es irgendwie Konsequenzen hat. Falls es überhaupt schon passiert, ich bin nicht ganz sicher. Ich hoffe, Karlach wartet noch ein bisschen auf uns mit dem Date. Oh oh. Die Konsequenzen mal wieder. Na gut. Schade. Das ist abgeschlossen. Ah ja. Stopp die Druckerpressen. Wir haben nicht verhindert, dass die negative Titelgeschichte über uns gedruckt wird. Nun ist unser Ruf in der Stadt ruiniert. Großartig. Ich weiß nicht, was das für Konsequenzen hat, ne? Also was für Auswirkungen. Ja, ungeil ein bisschen jetzt. Ich hätte also doch gleich versuchen sollen, da reinzukommen. Und ich glaube, übers Dach hätten wir es tatsächlich schaffen können. Ja, das ist natürlich jetzt ein bisschen blöd. So, wir werden jetzt gerade hier nochmal hingehen. Aber keiner möchte mir irgendwas anzeigen. Dann nehme ich mal Lezelle in die Gruppe. Warte, du hast noch... Ach, auch viel geschlagen. Es kann sein, dass hier irgendwo so ein, auf der rechten Seite ein Knopf ist oder so. The Blade of Avernus. I can't think of a better man than Will to take up the title. It's about time someone stood up to the evil fucks populating the hells. Gut, ihr müsst trotzdem leider... ihr besonders, ne? Du musst kurz mal im Lager warten. Really? If you Sorry. Kurz mal Lezelle reinholen. Ich hole halt jetzt nach und nach einfach mal Leute rein und, ich hoffe, dass irgendwer den Wahrnehmungscheck besteht. Voss is waiting beneath the city. We'll apprise him of our progress once we have the Orphic Hammer in hand. Ja, das kann noch warten. Komm mal in meine Gruppe. It is done. Bitte, Lese. Hilf mir. Oh nein! Das ist nicht wahr, ey. Sondern wir wissen ja, dass es da ist. Er hat es uns ja gesagt. Er kann uns doch zeigen, wo der Knopf ist. Das ist doch... Ich verstehe es halt nicht, warum das Spiel das so gemacht hat. Das ist doch bescheuert. Wen hatten wir jetzt noch nicht dabei? Wir können ja alle möglichen Leute jetzt mal durchgehen. Ups. Well, it ends not as bad as it could have. Do you feel that? The hells themselves tremble to face such a scourge as Will threatens to be. The Blade of Avernus, forged by a Cambion, whetted on a dragon's hide. Those devils won't know what's coming for them. Ja, apropos Will, wir können ihn ja mal in die Gruppe nehmen, vielleicht, I question the wisdom of that. I'll be here. Vielleicht ist das ja der Schlüssel. Das, ich kann ja den Wahrnehmungscheck machen. Oh Gott. Let's talk. That's the spirit. Und ich tausche gleich noch Lezelle gegen Schattenherz aus. Dann haben wir zwei neue Leute drin. Are you sure that's the best? Confirm. Sorry. Schattenherz, komm mal mit.
Sir Will's the Blade of Avernus now. I suppose that's a new sort of frontier for him. Ja, komm mal mit. All right, some company wouldn't hurt on the road. Ja, ja. So, ihr beiden, bitte. Defender of the people. Enttäuscht mich nicht auch noch. That might be worth a look. Na also, und da ist er, dieser scheiß kleine Knopf. War das jetzt so schwierig, Leute? Eieieiei. Wonder if the gods are watching me. My old home. Thank you for bringing me back. Look around. You'll find some of my things still intact. Perhaps even useful to you. Ja, hier können wir jetzt einige Gegenstände vom Imperator uns anschauen und auch mitnehmen und teilweise für uns selbst nutzen, wenn wir möchten. Das machen wir dann in der nächsten Folge. Bis dahin, vielen Dank fürs Zuschauen.